Hola Maya, wenn du diese Zeilen liest, werde ich tot sein. Doch bevor ich mein Leben beende, möchte ich dich um Verzeihung bitten. Dafür, dass wir dich betrogen haben. Ja, wir vier haben dich in unserem großen Spiel beschissen, Maya. Du hattest keine Chance. Du musstest verlieren damals. 18 lange Jahre habe ich versucht, mit unserer grauenhaften Schuld zu leben. Sah nach für nach die Gesichter all der Toten, hörte ihre Schreie, während sie in den Fluten versanken, und habe um Erlösung gefleht. Vergeblich. Gestern bin ich bei einem unserer Freunde einem jungen Mädchen begegnet, deren Eltern wir auch auf dem Gewissen haben. Es gibt keine Vergebung, nicht in diesem Leben. Hasta luego, Maya. Mein Spiel ist zu Ende. Ich bin raus. Tu amigo, Gonzalo Romero. Buenos dias. Mein Name ist Johannes Meyer. Ich bin der Mörder Ihrer Eltern. Ich bin gekommen, um meine Schuld zu begleichen. Was ist denn das für ein Service hier? Wir fliegen kann ja keiner auf Vögel. Ach, der Blonde und sein Freund wollen hier Sheriff spielen, was? Ja, aber nicht nur hier. Guck mal an. Und? Ihr seid ja gar nicht im Dienst, Jungs. Eben. Oh. Das sind 3 Tage, dann sind wir alleine. Meine Damen und Herren, in wenigen Minuten landen wir in Palma de Mallorca. Bitte klappen Sie Ihre Tische nach oben und stellen Sie Ihre Rückenlehnen senkrecht. Wir bedanken uns, dass Sie mit Dürrmann Air geflogen sind und wünschen Ihnen einen schönen Aufenthalt hier auf dieser Insel. Reservas de Hostal para el Senores Wolpe. Donde es die Carpotica? Que pasa? Ah, hi. I hope you speak English. Yes. Was kann ich für Sie tun? Oh, meine Freunde da und ich, wir warten seit über einer Stunde auf unsere Abholung. Wir,
Also wir sind hier im Rahmen eines Kulturaustauschs. Sie haben heute Abend noch einen Auftritt und müssen mal endlich ins Hotel. Mhm. Einen Moment. Sonja, du siehst dann nach Reserva vorne. Für welchen Namen? Die Bergischen Bachstelzen aus Wolpe. Ne? Die Bergischen Bachstelzen. E.V. Sì, è il gruppo folklorico. Entschuldigen Sie bitte. Herr Van Durmen wäre selbst gekommen. Aber die Exkursion. Wahrscheinlich Gas. Gas? Ist aber auch gefährlich. So ganz ohne Rohre. Sind Sie vom Gaswerk? So ähnlich. Gabi Bauer, Kripo Köln. Buenos dias. Bitte? Buenas. Mole? Hola. Die Bachstelze vorne rechts ist auf der Balz. Hi. Hi, Heike. Da, Gabi. Gin Tonic? Ist gut gegen Malaria. Wieso, gibt's die hier? Jetzt nicht mehr. Dos Gin Tonic. Netter Junge. Wie lange bleiben Sie? Nur eine Woche. Perfekt. Vielen Dank, liebe junge Mädchen. Vielen Dank. Aber jetzt darf ich Ihnen erst mal den Herrn vorstellen, der dafür verantwortlich ist, dass wir heute auf diese wunderbaren Insel sein dürfen. Danke, danke. Das ist Herr Konsul Eckhardt von Dömen. Sagen Sie ihm, Sie wären verheiratet und geben Sie ihm nicht Ihre Adresse zu Hause. Er ist einer von denen, die hinterher anrufen. Und aus heimatlicher Verbundenheit darf ich Ihnen dieses kleine Präsent überreichen, Herr von Dömen. Applaus, danke. Für den Mann, Applaus. Wie lange haben Sie gewohnt? Lebenslänglich. Der Herrscher der Insel da drüben bezahlt meine Sonnencreme. Heike van Dömen. Gabi Bauer. Wo zum Teufel liegt eigentlich Wolpe? Zwischen Sülze und Obersteinbach, die B505 des Rettenbach und dann gleich hinter der Ampel rechts. Ah ja. Die Bachstelze? Scheiße. Ja. Naja, du bist der Diplomat. Entschuldigung, ich verstehe überhaupt nicht. Macht nichts, Schatz. Gabi, mein Mann. Anja, Sie sind also mit dem Bachrohr da? Nein, nur mit einem. Ah, sehr, sehr nette Jungs. Das ist ein großer Erfolg. Wissen Sie, die Pflege und Bewahrung des von vergessen bedrohten Kulturguts ist seit jeher ein Anliegen von mir und meiner Frau. Ex, sie versteht schon. Entspann dich. Ja, doch, nette Jungs. Im Vergleich zu der Hardrock-Kombo vor 2 Monaten, also... Sing heitere Lieder, die Heimat hat mich wieder. Von der Vorderkant bis zum Alpenrand. Ich habe vergessen, mich vorzustellen. Eckhardt van Dömen, sagen Sie einmal, Ecki zu mir. Gabi Bauer. Gabi, ich will nicht unhöflich erscheinen, aber... Ach Quatsch, kommen Sie morgen einfach auf einen Drink zu uns mit Ihrem Mann, ja? Heike, du weißt, Miguel. Macht's gut, ihr Süßen. Ja, schon gut. Bis gleich. Ja, du mein Bergischland, du mein Bergischland, wo ich die Liebe meines Lebens fand. Ja, du mein Bergischland, du mein Bergischland, wo ich die Liebe meines Lebens fand. Und du meinst, er hat sie wirklich? Na klar, Sharon Stone ist auch noch eine Frau. Und der Michael ist ein richtig netter Junge. Und ist er denn gerade auf der Insel? Der ist auf der Insel? Michael Douglas. Der aus Spartacus? Der ist hier? Ich heiße Sigurd Müller, ich bin hier einer von den Bachstelzen. Richtig, jetzt muss ich sagen. Gabi, die Jungs wollen noch mal schnell um die Ecke kurz eine Manöverkritik machen. Stunde, das war sein Vater, Spartacus. Sigi, was ist jetzt? Gabi,
Was willst du denn? Absolution? Bachstelze, Tee, Absolvo. Gehe hin und saufe mit deinen Brüdern im Geiste. E.V. Hey, kannst du mir mal sagen, was das soll? Bist du bescheuert? Kannst du dich hier mal bitte zusammenreißen? Wieso denn? Ich denke, wir sind im Urlaub. Du hast deine Basic Instincts und ich hab meine. Und tschüss auf Mallorca. Vielleicht so eine Art Kulturschock. Leid. Es ist eine Insel. Tausend Versehen auf Schwarz, Rüber, du bist echt ein Knicksack. Nicht kleckern, klotzen heißt das hier. Mach nochmal für 10, komm. Ja, Jungs, dann müsst ihr nochmal üben, ne? Geht das schon länger so? Ja, was heißt länger? Seit 3-4 Monaten ist da total der Wurm drin. Also nicht 2-3 Mal. Die Woche. Ja, die Woche. Im Monat? Das ist ja schon fast platonisch. Das ist der Kiosk, por favor. Und das Cervezas. Quatsch. Mach 2 Pilze. Ich habe mir das genauso gesagt. Hab gesagt, 3 Tage mit dem Verein, dann klinken wir uns aus, machen voll auf Romantik. Was dreht die jetzt durch? Ist der auf der Insel? Wer? Ja. Ach, Michael Douglas, oder? Der ist hier? Ja, also, Verein und Perle ist ja auch nix. Warum bist du nicht alleine mit irgendwo hingefahren? Weil ich ja gar keine Knete habe. Ich bin ja total Stier. Mein Flug geht ja schon auf Stelzenkasse. Kohle für Gabis Ticket habe ich mir ja bei Mühlbach geliehen. Das musst du mich doch nicht so anschreien. Alfonso! Wie Sie sehen, Gabe, herrscht bei uns eine Bombenstimmung. Ich wäre allerdings sehr dankbar, wenn diese kleine kriminologische Analyse unter uns bleiben könnte. Die Flying Guest Frequency steht nämlich in einem sehr engen Zusammenhang mit dem Vertrauen unserer Kunden. Mein Mann, der Konsul und Fluglinieninhaber, meint, du sollst nicht rausposaunen, dass bei der Van Dömen eher neuerdings Sprengstoff hochgeht. Dann fliegen die Hempels nämlich nur noch mit der Konkurrenz. Ja, so kann man es auch sagen. Dein Konsul ist müde. Gute Nacht. Ihr beide habt euch sicher noch viel zu erzählen, ne? Mord, Totschlag, Vergewaltigung, beneidenswerter Job. Na. Gracias, señores. Mucho gracias. Pardon, Entschuldigung. Camarero, Camarero, der Alcalde gibt einen aus. Hier, mach mal eine Runde Wackelbäsche für die Theke. Alles klar, Junge? Was ist denn da? Ja, so 4.500 Deutschmark. Aber ich sag euch, das spanjockige Zocke, das ist nicht die Welt. Hey, der Lange da vorne mit der Ortsbremse. Der trinkt einen halben Liter Wasser, wenn er eine Straße auf der Hand hat. Und der Kleine hier vorne, der kriegt schon feuchte Finger, wenn er nur ein Doppelpaar sieht. Der Einzige, der es drauf hat, das ist der Radic. Aber der will nicht so richtig. Wieso denn nicht? Keine Ahnung. Vielleicht hat er keinen Lauf. Und alles nicht nötig. Ich meine, wenn ich so eine Bude hätte, dann würde ich meinen Gästen ja auch nicht das Geld aus der Tasche ziehen. Viva el juego. Y la fortuna. Aber der Sprengstoff muss doch irgendwo herkommen. Das kriegt ja jeder. Zum Sprengen von Brunnen oder so etwas. Abfliegern. Bisher keine Verletzten. Die Konkurrenz, um Van Dömen Platz zu machen. Wir, das glaube ich nicht. Attentäter bezahlt. Guerillas. Also irgend so eine Befreiungsfront. Mallorca, den Mallorquinen. Das stimmt sicher auch nicht. Wir lieben unsere Gäste. Hm.
Kunosch ist Meier. Meiero. Meiero. Würfeln, du verstehen? Pass auf. Hey! Meiero. Ich hätte sie warnen sollen. Caracillo Especial. Man kennt sich. Ihr Freund sollte aufhören. Warum? Er ist kein Spieler. Aber er gewinnt doch. Er wird alles verlieren. Der stand plötzlich mitten im Lokal. Mann, den habe ich eine Zeit lang jede Nacht im Traum gesehen. Und ich sage dir, er weiß es. Also, was sollen wir machen? Gut, okay, alles klar. Adios. Yo también me retiro. Okay, dann setze ich jetzt 1 Million und 1 Million. Rüber. So viel habe ich nicht mehr hier liegen, Herr Müller. Ja, was heißt das? Was heißt das? Dass ich noch mal in meine Tasche gehen muss. Die Millionen und noch 2. Nein. Und? Was heißt das? Nein. Nein. Ja. Ja! Siggi, das sind 25.000 Mark. Da bräuchte ich irgendwas Schriftliches. Ja, du machst schon, wir sind ja Zeugen. Steht. Thank you.
Wie sind Sie reingekommen? Wie die Bullen vom Betrugsdezernat. Der Kleiderbügel. Warum? Warum? So, Jungs, was machen wir? Auf jeden Fall was Leises. Und jetzt? Ich hab dich was gefragt. Willst du mit mir reden oder mir eine scheuern oder was willst du denn eigentlich? Was liegt an heute? Noch so einer. Also Sigi, wegen der 2.037.000 Pesetas, also... Mensch, fall ihm nicht auf den Sack jetzt. Wieso 37.000? Na, die... Getränk? Hey, Moment mal, Junge, hier ist nur ein Badeschlappe. Sag mal, Mühlbach, du hast die Kleine am Strand gestern doch bezahlt, oder? Wie, wieso bezahlt? Ist bezahlt. Herr Müller? Ja, bin ich. Kommissar Fletschers, Polizia Polizial, Kriminalpolizei. Sind das Ihre Sachen? Ja, und? Sie gesagt jetzt bitte nichts mehr. Miguel, ich bestehe darauf einen anderen. Gabi, bitte. Ich will versuchen, es sehr einfach zu machen. Dafür erwarte ich kollegiale Kooperation. Herr Müller, Sie wissen, als Polizist geht auch anders. Ach, so läuft das. Der Kollege versucht uns hier mit seinen Südamerika-Methoden ein bisschen einzuschüchtern, oder was? Ist es auch einer? Sein Vorgesetzter. Als erstes macht Ihre Kavallerie mal eine spanische Fliege. Dann klären wir das Missverständnis. Und dann überlege ich mir, ob ich Ihren kollegialen Hintern dienstaufsichtsmäßig an die Wand nageln lasse. Hm? Herr Müller, wo waren Sie gestern Nacht zwischen 3 und 4? Im Bett. Mit ihr. Daneben nicht. Ihre Sachen? Hier ist das Geld, das Sie gestern Abend verloren haben. Herr Müller, ich verhafte Sie wegen Verdacht auf Mord an dem Spielclubbesitzer Rolf Radic. Hey, das ist ja mein Scheck. Hey. Das ist doch alles Quatsch. Wir sind gegen 2 zusammen aus dem Laden raus und haben dann... Ja, dann sind wir ins Saufen gegangen. Und Sigi und ich, Kollege Möller und ich, waren in der fraglichen Zeit zusammen. Kalle, lass mal. Hier, Kollege Küppers hat mir draußen erzählt, dass ich verlieren musste. Wie bitte? Ja, ein Typ, der Radic offensichtlich gekannt hat, hat ihm gesteckt, dass ich am Ende verlieren werde. So einfach war das.
Der Raditz hat mich hier voll über den Tisch gezogen. Ich war sauer, bin zurück, habe mir mein Geld wiedergeholt. Aber ich habe ihn nicht umgebracht. Sie wollen mir erzählen, Sie haben Raditz gezwungen, das Geld zurückzugeben und dann haben Sie ihn, in den Pool gestoßen und sind gegangen. Genau. Und weil Raditz schon mal im Wasser war, ist dann jemand anders gekommen und hat ihn ertränkt. Miguel, was soll der Sarkasmus? Er beantwortet doch alle Fragen. Ja, das tut er. Herr Müller, wie erklären Sie mir Ihre nasse Kleidung? Mir war schlecht nach dem Besuch. Ich habe mich am Strand ein bisschen abgekühlt. Der Pool, das Meer. An der Hose wird doch Meerwasser sein. Salz. Salz. Verstehen, Herr Kollege? Wie wär's denn mal mit einer Laboranalyse? Ratio. Quítame a este gilipollas de la vista, Rolly. ¡Porta la cara! Aber Miguel... Meerwasser, hm? Meerwasser? Das ist Meerwasser. Raditz war nämlich allergisch gegen Chlor. Sie, Antonia, ist die Bestätigung vom Auswärtigen Amt da? Danke. Das Konsulat stellt Ihnen einen Anwalt. Er ist unterwegs. Herr Müller, ich bin jetzt Raditz. Sie haben mich von der Terrasse aus gesehen. Was dann? Raditz ist umgefallen, hat sich dann aufgerappelt. Sie haben ihn geschlagen. Nein! Raditz stand genau hier auf dem Kopf, yogamäßig. Hat mich gefragt, wie ich reingekommen bin, habe ich Ihnen den Bügel gezeigt, Mann! Okay, warte, warte. So, Raditz steht jetzt dicht vor Ihnen. Was dann? So. Hier, genau hier habe ich gestanden. Warum? Warum was? Warum hast du mich beschissen? Warum du mich beschissen hast, du Sack? Ich hab dich nicht beschissen. Na sicher hast du mich beschissen. Weiß ich doch, ich will mein Geld zurückhaben. Komm, gib mir den Schlüssel zum Tresor. Du gibst mir jetzt mein Geld zurück, Junge. Das ist der Schlüssel vom Tresor. Sie haben ihn Raditz vom Hals gerissen. Was dann? Dann Platsch, fuck you, vor zum Tresor, mein Geld raus, das war's. Herr Müller, ich habe auch eine Version von der Geschichte. Sie waren betrunken, Sie waren voll Wut, weil ein Kollege Ihnen gesagt hat, Sie werden verlieren. Sie müssen verlieren. Sie stoßen ihn in die... Oder nein, vielleicht ist er sogar selber gesprungen. Sie springen hinterher, die zwei kämpfen. Die drücken ihn unter Wasser, dann reißen sie ihn der Tresorschlüssel vom Hals und holen ihr Geld. Vielleicht haben Sie gar nicht gemerkt, dass er schon tot war. Möglich. Nein. Ich kann nicht schwimmen. Was? Was? Ja, schwimmen kann ich auch nicht. Stimmt. Das kann ich beeilen. Ja, das glaube ich. Das ist eine schöne Idee. Wenn Sie ertrinken, sind Sie unschuldig. Und wenn Sie schwimmen, hängen wir Sie auf. Hat doch Tradition in Spanien, diese Art der Ermittlung. Was ist denn eigentlich mit dem Typen, der mich an der Bar angesprochen hat? Raditz hatte immerhin so viel Schiss vor ihm, dass er noch jemanden anrufen musste. Sie glauben mir ja überhaupt gar nichts, ne? Central para Palma 11. Central para Palma 11. Palma 11, fechas, dígame. Central para Palma 11, codo 312, Plaza Santa Eulalia. Vale, estamos en camino. Un shuttle bus de aerolíneas Van Turner. ¿Hay detalles? Woo!
Ignacio. Venga, vamos. Senorita, ist doch kein Grund zu weinen. Falls was schief geht, ist ja nur Miguel, der in die Luft fliegt. Oh, muchas gracias. Mira a ver si encuentras huellas dactilares. Horacio! Kalle, du musst jetzt unbedingt mal rauskriegen, was der Radic mit diesem Dömel zu tun hatte. Ich versuche, den Typen aus der Bar zu finden. Ist das so in Ordnung? Junge, langsam. Spätestens morgen ist die ganze Insel hinter dir her. Wo bist du überhaupt? Ja, ich bin da, wo die mich sicherlich nicht suchen werden. Du meinst nicht, dass man mit diesem Kommissar flexert, vielleicht doch? Ey, bist du verrückt? Kalle? Kalle, dieser Bulle hat sich seinen Mörder das schon längst ausgesucht. Mich! Außerdem sitzt er mit meiner... Der bumst mit Gabi! Und was soll ich da sagen? Genau. Sagt er mal gar nichts. Vielleicht können wir durch die irgendwie rauskriegen, was das Arsch noch vorhat oder so. Kalle? Du hilfst mir doch, oder? Blöde Frage. Pass auf dich auf. Du? Hilfst du ihm auch? Kalle, das hat nichts mit Miguel zu tun, aber wir sind hier in Spanien. Wir können nicht einfach... Gabi, mir ist scheißegal, wer hier auf wem rumrutscht. Mein Kumpel und dein was auch immer sitzt in der Scheiße. Bist du dabei oder nicht? Ja, verdammt! Está bien así? Nee, warte mal. Die Nase müsste hier noch ein bisschen breiter sein, hier vorne. Okay, okay, ist gut. Eins. Noch eins. Okay. Danke. Das Krokodil auch. Das ist auch. Gracias.
verschifft werden. Besten Bocadillos auf der Insel. Hey, darf ich? Hübsche Idee. Wenn ich 10 zu 1 gegen Sie gesetzt hätte, dann könnte ich jetzt eine Menge Geld verdienen. Ja. Na, wieso? Ihr Kollege Miguel ist nicht schlecht. Als Polizist, meine ich. Und wenn Sie ihn schlagen wollen, dann müssen Sie etwas mehr bieten. Na los, kommen Sie. Nein, warte mal, warte mal, warte mal. Und, was wollen Sie wissen? Was ich? Sie haben auch Nerven, ne? Wir wissen, warum Sie Radic umgebracht haben. Mein Gott, Sie fragen das wirklich, Herr Müller. Ich habe Radic nicht umgebracht. Radic hatte doch Angst vor Ihnen. Der hatte so viel Angst, dass er 5 Minuten, nachdem er Sie gesehen hat, von Böhmen angerufen hat. Warum hat er das denn gemacht? Vielleicht war es ihm unheimlich, nach 18 Jahren einen Toten wiederzusehen. Ja, so ein Quatsch. Sie leben doch. Vielleicht leben Sie nicht richtig gut, aber Sie leben ja. Das wird auch Kommissar Fletcher zur Kenntnis nehmen. Wird er? Tote werden nicht verhaftet. Tote tun gut daran, tot zu bleiben, sonst könnten sie getötet werden. So eine Scheiße, das ist ja kein Spiel. Ich bin Polizist, ich komme auf Wolbe. Doch, mein Junge, genau das ist es. Ein Spiel. Und seit gestern sitzt du mit am Tisch. Und dein Arsch ist dein Einsatz. Also hör mit dem Bullenscheiß auf und denk mal wie ein Spieler. Was gehst du baden? Wie gestern noch. Ach, das Ganze ist hier nur ein Spiel. Was ist denn Ihr Einsatz dabei? Gut, sehr gut. Wenn du schlechte Karten hast, konzentrier dich auf die Mitspieler. Wie viel können sie setzen? Was haben sie zu verlieren? Wer ist am Tisch? Sicher, du bist. Na, endlich. Kann. Na los, gib dir bezahlt Empfänger. Was kriegst du denn, Ombre? Viel? Ich nehme das Beste, das. Uno, dos, tres und 5 Peseten für dich. Gracias. Okay, Eppmann und Mühlbach, ihr klappert die Touri meiner ab. Kufa und ich checken die Angebote im Bars. Gut. Perdone, señora. Oh, Entschuldigung, aber die Tür stand offen und dann habe ich den Altar gesehen und... Sie sind katholisch? Ja, nein, also nicht mehr. Es ist ein sehr hübsches Mädchen. Sí, unser Glück. Ella es la mano derecha del señor Van Dulman. Ja, wir sind uns im Reisebüro begegnet. Sieht Ihnen sehr ähnlich. Rosalia! Die Könige der Lüfte da unten brauchen Treibstoff. Komm, ich zeig dir die Ausnüchterungszelle für Diplomaten. So, und jetzt entspannen wir uns, Frau Bauer. Schwester Heike empfiehlt einen 87er Castel Grande de Córdoba. Heike, liebst du deinen Mann? Dafür kenne ich ihn so lange. Aber wie weit würdest du gehen, um ihm zu helfen? Bis weit über 4 Promille. Bis zum Unfall. Gabi, scheißegal, was die Kommissarin in dir denkt. Er war 3 Jahre lang deine Wachstelze. Ja. Sag mal... Hat Eki Radic eigentlich gekannt? Ich meine, so vom Konsulat. Er war doch auch Deutscher. Von wegen Konsulat. Radic, Eki und ein paar Verrückte haben es hier eine Zeit lang ziemlich krachen lassen. Weiber, Zocken, hoch die Tassen. Zu
Der Zeit, als Ecki gerade die Reederei seines Vaters geerbt hat. Reederei? Ein Kahn, ziemlich abgefuckt. Hat dann angeblich auch nicht mehr lange gehalten. Ecki als Playboy? Das glaube ich nicht. Doch, doch. Alles vor meiner Zeit natürlich. Er spricht nicht mehr gerne drüber, der Herr Konsul. Aber kaum mache ich's Licht aus. Machen wir uns doch nichts vor, Herr van Dülmen. Ihre Linie düst im Sturzflug in die Pleite. Sie wissen das, wir wissen das. Wir beide wissen auch warum, Herr Dr. Bartels. Wenn diese blöde Attentatsgeschichte nicht durchgesickert wäre. Wären Sie doch schon längst in Konkurs gegangen. Die Kredite, die Ihnen Ihr Golfpartner eingeräumt hat, haben doch allenfalls Sentimentalitätscharakter. Wir können unseren Herrn Konsul nicht hängen lassen. Und wenn der irre Bombenleger erstmal erwischt wird, dann wird alles wieder gut. Das ist doch die reinste Augenwischerei. Das ist doch Quatsch, was Sie da erzählen. Quatsch. Soviel ich weiß, tritt Ihr Freund Flexos auf der Stelle. Es gibt keine Spuren, keine Geldforderungen, keinen Kontakt, nichts. Die Attentäter ist ein Phantom. Wie auch immer, Herr van Dülmen, ich bin hier, um Ihnen ein Angebot zu machen. Die Übernahme Ihrer Gesellschaft und eine einmalige Abfindung in Höhe von 1 Million. Das wäre eine Position, die es Ihnen... Wie eine Art Frühstücksdirektor, Turmzimmer mit Meerblick? So etwas in der Art, ja. Danke, nein. Ich bin ein van Dülmen. Denken Sie darüber nach. Danke für den Drink und grüßen Sie mir Ihre Frau. Hola. Störe dich. Was ist denn? Habt ihr Siege gefunden? Ist wie von Erde verschluckt. Miguel, ich habe solche Angst. Lockers, die Bescheuerten. Dieser Meier war einer davon. Dan Radic. Und van Dülmen war sowas wie der... Spiritus Rector. Genau. Immer der das meiste Geld hat. Nicht immer, Mühlbach. Alle haben dauernd was von Zinkos Lockers gefaselt. Die verrückten 5. Macht bei diesem Gonzalo, dem toten Minenbesitzer, 4. Wer ist der 5. Warum kennt ihn keiner? Weil den gar keiner kennen wollte. Den geht doch alle in die Muffe. Das hast du ja gesehen, als wir danach gefragt haben. Das ist für die überhaupt kein Thema. Vorsicht. Hi. Wie lange soll das noch so gehen? Bis es vorbei ist. Wieso? Macht schon keinen Spaß mehr? Gute Arbeit. Ja, lass ihn überprüfen. Bist du bescheuert? Wie soll ich denn das machen? Ich kann nicht einfach ohne Grund... Dann erfind einen. Kling dich mal Europol ein oder sowas. Mach einfach deinen Job. Kalle? Wie geht's ihm? Den Umständen entsprechend. Und wo ist er? Paragraph 3, Absatz 6, Frau Kommissarin. Informationssicherung beim Einsatz verdeckter Ermittler. Sonst noch was? Alles hier ist
Muchacho. El Rojo der Rote. Nachschub. Wie geht's ihr? Den Umständen entsprechend. Macht sie Sorgen um dich. Ja. Seit dem Gassier. Danke. Hör zu, Alter. Punkt 1. Meyer, Radisch und Van Dön kannten sich. Und zwar gut. Waren früher eine Zockertruppe. Geisterten als die verrückten Fünf über die Insel. Gonzalo, der Vierte, ist kürzlich gestorben. Der Fünfte fehlt uns. Ja, warum? Warum? Entschuldigung. Punkt 2. Meyer ist im Frühjahr 80 von der Insel verschwunden. Angeblich weiß kein Schwein, warum und wohin. Damit war auch für die anderen Schluss mit lustig. Da ist er gestorben. Was? Meyer. Der behauptet doch, er ist offiziell tot. Vielleicht haben die anderen versucht, ihn umzulegen damals. Würde zumindest erklären, warum Radic die Düse ging, als er ihn wiedergesehen hat. Und warum heute keine Sau darüber reden. Radic hat Schiss gekriegt, hat Ecki angerufen. Dann hat Ecki Schiss gekriegt, dass Radic auspackt. Und um das zu verhindern... Punkt 3. Unser Konsul ist so gut wie pleite. Der gute Ecki hat so viel Billigflieger wie uns mitgenommen und steckt bei den Banken in der Scheiße. Die Sache mit den Bomben gibt ihm gerade den Rest. Ecki brauchte Geld? Radic hatte Geld. Genug, um dich fertig zu machen, ja. Aber da geht's um anderes um. Sie war immer rund. Konnte jeder sehen. Hä? An die Erde. Erst kommt der Rauch, dann kommt der Schornstein, dann kommt das ganze Schiff. Wie konnte man da jemals dran zweifeln? Ach, von wegen Schiff. In seinen Zockerzeiten war Ecki Fährunternehmer. Der Kahn ist ihm abgesoffen damals. Wann war das? Keine Ahnung. Sicher rauszukriegen. Wenn man einen kennt, der Spanisch kann und nicht gleich zu den Bullen rennt. Ich brauche Hilfe. Himmel huele, ¿verdad? No se aguanta. Muchas gracias por su ayuda. Es un honor para mí poder trabajar en la revista Ronnie en Stone Magazine. Muchas gracias. Was soll ich auch rufen? Schiffsunglücke der letzten 20 Jahre. Das sind 8 Seiten Querverweise? It's eine Insel. Van Dülmen war ein Schiff der Van Dülmen-Linie. 32 muertos, accidente de barco. Was, das sind 32 Menschen? Hm. Stehen die Namen irgendwo? Sergio Álvarez, 25 años, student. Inés Despuch, 8 años. Manuel Ferrer, 62 años, Fischer. Francesca Omar, 72 años, Pizbe. Frederick Lugman, 57 años, turist. Alfonso López, 36 años, capitán. Carmen López, 30 años, Ehefrau. Johann Meyer. Reicht. Steht da irgendwo, wie das passiert ist? Sie sagen, dass sie La Castilla war technisch in Ordnung, total korrekt. Die Polizei erklärt den Kapitän ist schuld. Sie sagen, Kapitän Alfonso López hatte Probleme mit Alkohol. Ellos decían que era alcohólico. Weil betrunken war, hat nicht es gefunden.
des Chef der Untersuchungskommission, Miguel Fletcher. Stopp! Miguel Fletcher hat die Untersuchung geleitet. Was ist denn daran komisch? Hey Mädchen. Senorita. Perdona, Jörg. Warum weinen Sie denn? Sie müssen doch hier nicht weinen. Er hat nicht getrunken. Er nur Alkoholiker, entiendes? Er hat nicht getrunken. Der Kapitän? Er war hier. Sí, mi padre. Sie werden sie bestrafen. Ich? Ich werde hier wegen Mordes gesucht. Sie sind von der Polizei. Sie werden alles beweisen. Ich werde hier gar nichts beweisen. Ich werde den Typen finden, der Radisch ertränkt hat, damit ich weg hier, aber sowas von weg. Helfen Sie mir. Ayúdame. Bitte. Danke. Wofür? Ich habe ja gar nichts gemacht. Ja. Ewe. Na, das bereue ich jetzt schon. Mein Gott, bin ich ein Landei. Ich weiß doch noch niemals ihren Vornamen. Nee, hau ab. Hola, guapa. Das war aber keiner von uns, der Rothaarige. Sie sind nie welche von uns, die Rothaarigen. Dann soll ich doch besser ins Hotel gehen. Vielleicht ist es die Hitze. Ja, vielleicht. Machst du dich bequem? Trink ein Glas Wasser. Fühl dich wie bei der Kripo. Und leg die Beine auf den Tisch. Komm. So. Das ist gut für den Kreislauf. Ich bin in einer Viertelstunde wieder bei dir. Ich komme vor wie eine Nutte. Ich bescheiß alle Leute, die gut zu mir sind. Miguel, Heike, Ecki. Der hat mit Radic telefoniert, na und? Hier auf der Insel kennt jeder jeden. Ja, okay, ganz ruhig. Du steckst emotional einfach zu tief in der Sache drin. Unter normalen Umständen würde man dir Marco und Knarre abnehmen und dich in die Sonne schicken. Aber hier, Sidney hat mir eben... Miguel hat mir das ganze Beweismaterial gezeigt. Ich bin seit 12 Jahren bei der Kripo. Und? Zingy ist schuldig. Kalle, bitte hilf mir doch. Okay. Ecki hat mit seinen Kumpels vor 18 Jahren ein Schiff mit 32 Leuten versenkt. Versicherungsbetrug. Miguel hat das als Bulle gedeckt. Er ist der fünfte Loco. So viel zu beweisen und was man daraus machen kann. Nein. Doch.
Tut mir leid, Rotkäppchen. Das sind alles Killer. Gabi, wir brauchen Infos über diesen Meier. Und morgen haust du ab. Du nimmst meinen Platz im Flieger. Und hör auf zu denken. Pedro, observáis a Küppers, Karl-Heinz Küppers, el amigo de Müller. Vale. Pero con cuidado, Müller es peligroso. ¿Müller? Nah. Sí, es peligroso. No corréis ningún riesgo. ¿De acuerdo? Vamos. Wenn dir irgendetwas bedeutet hat, tu ihm nichts. Für ein Quintett bezahlen. 300 angesoffene graue Panther. Was meinst du, was die mit uns machen, wenn wir da zu zweit lostrellern? Zu zweit? Naja, der Mühlbach kann doch nicht singen. Ich habe immer gesagt, lass unser Konto auf keinen Fall. Kauft dir zwei Statisten und hau unsere Kassette als Playback an. Machen die beim Musikantenstadion genauso. Ich bin zur zweiten Hälfte wieder da. Kalle! Bei Müllers. Ein Kopf. Diät, willst du mal? Hier, lag bei mir im Fach, will ich sehen. Und das sind die Infos, die Gabi über ihn besorgt hat. Gabi? Ja, hat für uns gearbeitet, undercover. An deinem Miguel vermutlich. Jetzt mach mal halblang. Sie hat sich ganz schön aus dem Fenster gehängt für dich, ja? Außer mir. Na klar. Ich bin rechtzeitig bei dir! In einem Bächlein helle, das Goschen froher Heil, die launische Forelle, vorüber wie ein Pfeil. Ich stand an... Oh, holla, hombres! Hab ich das falsch gemacht? Ist hier ein Sperrgebiet oder sowas? Komm öfter zum Üben her! Cantante! Hier störe ich niemand. Die Fische ausgenommen. Oder etwas haben wir noch. Wenn in Spanien die rote Sonne im Meer versinkt und am Himmel die bleiche Sichel des Mondes blinkt, ziehen die Fischer mit ihren Booten aufs Meer hinaus.
Komm, Junge, sag was. Atme, du Arschloch. Hier ist mein Gott, dass es funktioniert. Bis zu 4 Minuten danach, haben sie gesagt. Hat mir noch nur was noch in dem Kurs. Mehr. Müller, mal wieder einen umgebracht? Dafür, dass Sie nicht schwimmen können, geht es ziemlich häufig baden. Mei, was soll die Scheiße? Aber, los, verzieh dich. Was sind Mitbesetters? Die gibt's fürs Vögel. Haben die Vögel? Nein, also bitte verpiss dich. Oh. Wenn ich dich das brauche, Madre de Diabarito, dann ruf ich dich. Eigentlich schade. Die hätte ich gern gefühlt. Ja, die Tage werden wieder kälter auf der Insel. Hier, Müller. Anziehen. Ist das Teil hier noch aus den guten alten Zeiten der verrückten Fünf? Großkleidung. Casino-Betreiber sind Spießer. Ja, die verrückten Fünf. Los Cincos Locos. Sie haben das herausgefunden mit der Fähre. Haben Sie damals davon gewusst? Ach, Müller, da wäre ich auch nicht auf dem Schiff gewesen. Es hat geknallt und ich bin mit dem Rettungsring an Land geschaukelt. Übrigens sehr praktische Dinge. Sollen Sie sich auch mal zulegen. Nur zum Spaß. Und dann? Was war dann? Dann habe ich mich von meinem Bruder für tot erklären lassen. Und 400.000 DM von der Versicherung kassiert. Dass Ecki und die anderen die Fähre in die Luft gesprengt hatten, wurde mir erst klar, als ich den Brief von Gonzalo bekam. Gonzalo wusste, dass er sterben wird. Er hat mich gebeten, zu ihm zu kommen, um ein weiteres Unglück zu verhindern. Er glaubte fest, die anderen hätten wieder etwas vor. Die Frage ist, was, Herr Möller? Woher soll ich wissen, was die vorhaben? Ich nehme noch 3. Was haben die für... Was haben die vor, Herr Möller? Ich bin das Gonzalo schuldig. Moment mal. Nee, das ist Quatsch. Das ist Unsinn. Warum sollten die dann Radic umbringen? Mein Einsatz? Der Mörder von Radic. Herr Möller. Was ist Unsinn? Ich glaube, die wollen ein Flugzeug sprengen. Wie damals die Fähre. 14. Schade. Nicht schlecht für einen Anfänger. Ist das der Polizist? Ja, der Polizist. Wie kriegen wir raus, welche Maschine die sich ausgeguckt haben? Buenas noches. Ein gewisser Sigurd Möller schickt mich.
Die Kleine haben sie aber mächtig beeindruckt. Sie versucht es rauszukriegen. Soll ich das jetzt auch noch glauben? Tote werden nicht verhaftet. Das gilt dann auch für Leute, die Tote töten, oder? Mann! Du hattest vier Puppen, aber nie einen Bruder. Was für ein Spiel ist das hier? Wir haben darum gespielt, wer die Bombe auf dem Schiff zündet. Und ich habe verloren. Ja, ich habe 32 Menschen umgebracht. Und 18 Jahre damit gelebt. Na los, tu mir den Gefallen, stich zu. Die Vergangenheit konnte ich nicht mehr ändern. Aber ich kann verhindern, dass es wieder passiert. Betrifft Ihr Übernahmeangebot der Van Dömen eher via Dr. Bartels? Sehr geehrter Herr, nach reifer Überlegung sind wir zu... Ja? Hola, Miguel. Gabi, ja, mit der 737 in 2 Stunden nach Köln. Wieso soll ich das verhindern? Entschuldigung, Herr Kollege. Deine privaten Interessen in allen Ehren, aber ich denke, vor dem Hintergrund der jüngsten Ereignisse haben wir beide noch etwas andere Prioritäten. Wenn die Sache abgewickelt ist, kannst du mit dieser Frau von mir aus machen, was du willst. Major! Ganz ruhig. Ich bin Polizist. Ich komme aus Wulpe. Wo ist Gabi? Flughafen. Ja, komm! Lever von Cut-Off auf Idle. Engine Power. Bingo! You're okay?
tres expulsiones. Está usted arrestado. No le pierdas de vista. ¿Eres de Madrid? He estudiado en Madrid. Una ciudad preciosa. Aber weißt du, was das Blöde ist an Madrid? Ihr habt zu wenig Wasser. Danke, Herr Müller. Soll die Chauffeur ins Hotel bringen? Und? Ja, wir haben recht gehabt. Van Dülmens Papier, sein Drucker, Fasern seiner Schreibtischunterlage an allen Drohbriefen. Das habe ich nicht gemeint. Das weiß ich. Hey, viva la libertad. Entschuldigung, ich hatte vergessen, Sie haben ja Angst vor Wasser. Was wollen Sie hier? Ja, was will ich hier? Das ist sicher der hässlichste Ort von ganz Mallorca. Ich glaube, ich möchte nicht, dass Sie meine Insel verlassen mit dem Gefühl, so unschuldig zu sein. Warum haben Sie Radic umgebracht? Das gefällt Ihnen, was? Endlich wieder der gute Bulle. Und jetzt bin ich der Böse mit den nassen Hosen. Endlich ist Ihre kleine Welt wieder rund. Was soll das Gequatsche? Wenn Sie mich auch töten wollen, dann... Ich möchte, dass Sie von Ihrem Urlaub hier ein paar Erinnerungen mitnehmen, die bleiben. Ich habe Radic nicht umgebracht. Genauso wenig wie Eki. Und Eki und ich haben nie daran gedacht, im Flugzeug zu springen. Sie sind verrückt, ne? Warum wollen Sie, dass ich Ihnen das glaube? Fühlen Sie sich dann besser oder was? Besser. Wenn man 32 Menschenleben auf dem Gewissen hat, fühlt man sich nicht besser, wenn man andere verurteilt. Sowas geht vielleicht bei Ihnen in Deutschland. Zweifel, Kollege. Was hat Ihnen Maya noch erzählt? Dass er früher Pilot war, seine 737 starten kann. Er war immer nur Spieler. Sonst nichts. Herr Müller, machen Sie auf! Machen Sie auf. Meyer war ein Zocker. Vielleicht hat er das geübt. Am Computer, so einem Flugsimulator. Ja, dann hätte er ja vorher wissen müssen, dass in dem Flugzeug eine Bombe ist. Ich meine, also prophylaktisch. Was war denn eigentlich in seinem Rucksack drin? Ach, du meinst, Meyer hat die Bombe selber mitgebracht?
Aber warum soll denn jemand in einer Boeing Selbstmord machen? Das ist doch ein ziemlicher Aufwand, um Buße zu tun, oder nicht? Vielleicht wollte das Ganze wem anders anhängen. Und dann hätte Meier mich hier die ganze Zeit verarscht. Das tun Sie ja doch alle mit uns, Touris. Nehmen wir mal an, Meier wollte seine alten Kumpels irgendwie mit auf seinen Canossa-Trip nehmen. Ja? Zur Polizei konnte er nicht gehen. Er hat die Fähre selbst versenkt. Die Sau hat mich benutzt. Meier hat die ganzen Drohbriefe geschrieben. Der hat auch die Bomben gelegt. In the line of Meier, was? Mann, Siggi. Auf ein dünnes Papier. In seinem Büro. Auf seiner Schreibunterlage. Komm auf den Teppich. Miguel wollte dir einfach eins reindrehen. Wie hätte Meier das alles hinkriegen sollen? Der hätte ja mindestens einen Halbtagsjob bei Van Dürmen haben müssen. Hola. Nicht mehr gerochen? Nee. Brauche ich jetzt nicht mehr. Meine Tante, sie hat Mikros besorgen. Und was hat Meier getan? Hat er dein großzügiges Angebot angenommen? Na komm, hast dich von ihm vögeln lassen, damit er dir hilft? Was dann? Er ist zu mir gekommen, damit ich ihm helfe. Zu dir, Meier. Der hat deine Eltern damals, der hat doch auf der Fähre die Bombe gelegt, Mann. Er hat bereut. Er war bereit, Buße zu tun. Gewalt. Ja, er ist vor mir auf die Knie gefallen und hat Gott um Vergebung angerufen. An Rache gesprochen. Ja, weil er plötzlich nach 18 Jahren nicht mehr leben kann, oder was? Er war bereit zu sterben. Er war ein Mann vor Ehre. Nein. Der hat dich verarscht. Genauso wie mich. Abgezockt. Meier war immer nur ein Spieler. Sonst gar nichts. Gelernt. Ah, ja, Sigi, noch eine Lektion. Immer rechtzeitig abseilen, bevor es zu heiß wird. Klappt sogar bei Flugzeugen. Darum ging es? Nur um Geld? Nein, reine Kulanz der Konkurrenz. Ein kleiner Unkostenbeitrag von Herrn Dr. Bartels. Kein Spieler spielt nur um das Geld. Die haben mich damals beschissen. Ecki, Miguel, Gonzalo und Radic. Haben sie dir deinen Mörderlohn nicht ausgezahlt? Doch, auf Hell und Pesete. Begreifst du es immer noch nicht? Es geht ums Spiel, Sigi. Wir haben damals darum gespielt, wer die Bombe an Bord des Schiffes bringt. Und sie haben falsch gespielt. Ich musste verlieren. Und das war es, was Gonzalo dir geschrieben hat? Ja, das war die Revanche. Mein Spiel. Warum so melancholisch, Sigurd? Ecki und Miguel werden jetzt für etwas verurteilt, was sie nicht getan haben. Und sie bezahlen damit für damals eine geradezu biblische die auch den Gerechtigkeitssinn eines deutschen Polizisten zufriedenstellen sollte. Was ist denn mit Radic? Hat er mich auch beschissen? Das hat er nicht nötig. Du bist kein Spieler. Andy Meier. Du hast Radic umgebracht. Nein. Denk mal nach. Wer war das Ass in meinem Spiel? Möller. Na?
Letzte Lektion, Siggi. Man muss auch verlieren können. Nein. En el nombre de mi padre y de mi madre. Du musst weg hier. Du musst weg hier. Drei, tada, die Feuerwehr ist da. Wo brennt's denn? Wenn man nachhaken dürfte, wer dann? Kalle, das ist alles noch viel, viel schlimmer. Halt mal die Klappe, ich denke gerade nach. Also eigentlich... Ich meine rein juristisch. Bist du ja schon länger tot, oder? Wenn man es genau nimmt, schon zum zweiten Mal. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Senores, wollen Sie schwimmen? Nein, danke, ich kann leider nicht schwimmen. Egal, machen nichts. Gut schwimmen, nichts passieren. Wem gehören die? Senor Radic. Pool nur für schöne Senoritas. Senor Radic auch nichts konnte schwimmen können. M. wie Möller. Ja? Blöder, beschissener Unfall. Wir ihn als Bullen jeden verdammten Tag erleben. Und jetzt ist er dem Herrn Polizisten selbst passiert. Das ist natürlich ganz was anderes.
Wenn du ins Kloster gehst, schick mir deine Kündigung. Was mich angeht, ich bin in einer halben Stunde weg von der Insel. Hey! Sonst noch was? Vielleicht soll ich doch mal schwimmen lernen. Oder? Hm?